Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es gibt immer wieder Zeiten in der Kirche, da sie von einer merkwürdigen Krankheit geplagt wird. Das tritt nicht überall zur gleichen Zeit auf, aber bei uns ist das im Moment der Fall. Es ist jene etwas merkwürdige Krankheit der Vergesslichkeit. Es ist ja nicht einfach in Demenz, also eine Form von Alterserscheinung, weil sie hinterher auch wieder verschwindet. Aber man sieht das immer daran, wenn eine neue Generation oder eine ganz bestimmte Generation Vorbehalte hat und sie äußert gegenüber dem, was frühere Generationen gesprochen, gebetet, geglaubt haben. Man kann das an einem ganz einfachen Beispiel, das gut heute zu unserem Tag passt, klar machen. Wir beten in den offiziellen Texten des Engel des Herrn beim sogenannten Versikel nach den drei Ave nicht mehr wie frühere Generationen, bitte für uns, heilige Gottesgebärerin, sondern es heißt jetzt, bitte für uns, heilige Gottesmutter. Da wird man sagen, naja, das ist aber jetzt auch wirklich in den Rosinen gepickt, das ist aber ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, liebe Schwestern und Brüder. Denn zunächst müssen wir einmal ganz positivistisch, und gerade die, die die Einwände geltend machen, sind sonst sehr historisch unterwegs. Es ist eine der ältesten Bezeichnungen für Maria. Das Konzil von Ephesus am Beginn des 5. Jahrhunderts äußert sich so, Theotokos, Gottesgebärerin. Was hier ausgesagt ist, kommt uns menschlich sehr nahe und hängt mit unserem Fest zusammen, bei dem man auch sagt, ach, davon steht eigentlich gar nichts in der Bibel. Das stimmt in einem gewissen Sinn. Die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel wird im Neuen Testament nicht berichtet, auch nicht ihre Entschlafung. Und dennoch kann man gerade an diesem Titel der Gottesgebärerin Theotokos deutlich machen und am Evangelium, das wir eben hörten, dass sich die Kirche jeden Abend in der Vesper zu eigen macht, wenn sie das Magnificat singt, so wie wir es eben im Evangelium hörten, dass das Neue Testament voll davon ist, von dem, was wir heute feiern. Gottesgebärerin, hier ist das Wort der Geburt festgehalten, das Gebären. Jede menschliche Geburt, die stattfindet, so wissen wir, ist nicht nur ein Neuanfang, sondern ist immer zugleich ein Anfang zum Ende hin. Im Stirb und Werde dieser Erde. Das Werden ist immer zugleich ein Vergehen. Wir kommen, man könnte fast sagen, aus dieser Nummer gar nicht heraus. Aber das ist der große Unterschied bei ihr. Der, den sie gebiert, ist der Tod des Todes. Ist der Anfang einer neuen Schöpfung, wie das Paulus nicht müde wird zu sagen. Er bringt dem Tod den Tod, das Ende des Todes. Er bringt ein Leben, das bleibt. Deshalb besingen wir sie als Pforte des Himmels. Das ist mit diesem uralten Bild und Ruf gemeint. Und wenn wir gerade die Bilder anschauen, die wir auch in unseren Liedern, in den Gesängen, im Stundengebet ebenso wie in der Messe bemühen, wenn wir uns gar nicht genug tun können, Maria zu loben und zu preisen, sehen wir einen anderen tiefen Zusammenhang. Wir sehen die alte Einheit von Lobpreis und definiertem Glaubensinhalt. Auch darüber können wir nicht genug klagen und uns bemühen, dass es anders wird, wenn die östliche Christenheit und die lateinische, die westliche Christenheit getrennte Wege gehen. Schon lange, nicht erst seit 1054. Eine Entfremdung hat schon Jahrhunderte vorher, leider Gottes, stattgefunden. Das, was die lateinische Kirche definiert in einem Dogma, wir sind ein bisschen von diesen, wir haben diese rationalistischen Läuse im Pelz ein bisschen. Von daher lieben wir die festen, klaren Definitionen.
Das, was wir sozusagen im Dogma festschreiben, das besingt und feiert die Orthodoxie in ihrer Liturgie, in Hymnen, in Tropen, in unendlich auch wunderschönen Texten. Einen Rest davon hat sich die lateinische Kirche bewahrt, indem sie sich das Wort Mariens zu eigen macht, jeden Abend in der Vesper. Indem sie das Magnificat anstimmt. Indem sie im Lobpreis deutlich macht, was die Kirche heute feiert. Man muss im Grunde genommen gar nicht groß über die Definition streiten. Es ist nichts Fremdes. Es ist im Wort Gottes selber im Neuen Testament eingeschrieben. Selig preisen mich von jetzt an alle Geschlechter. Diese Seligpreisung Mariens, die gilt einer Frau, einem Menschenkind, das keinerlei Widerstand in sich hat gegen das Wort Gottes. Keine einzige Faser ihrer menschlichen Natur widerspricht dem Auftrag Gottes, stellt sich dem entgegen. Die alte Selbstbehauptung des Menschen, seine Autarkie, ich will leben und ich will der Boss des Lebens sein, das gibt es bei ihr nicht. Sie lässt ganz Gottes Leben in sich einströmen, um es neu zur Welt zu bringen. Das ist etwas absolut Einzigartiges. Deshalb, weil es noch nicht einmal in ihrer leiblichen Existenz, geschweige denn in ihrer geistigen oder geistlichen, einen Widerstand gibt, ist sie die ganz Schöne. Tota pulchra est, singen wir immer wieder. Ganz schön bist du, Jungfrau Maria. Und kein Makel ist an dir. Weil es dort nichts gibt, was dem Leben, der Herrlichkeit und dem Licht Gottes widerspricht, in ihrer Seele, in ihrem Leib, ist sie gemacht für den Himmel. Sie ist geschaffen für den Himmel. Und es ist klar, dass sie dort an der Heiligkeit Gottes Anteil hat, dass sie nach Christus die erste Vollendete ist. Nur so können wir sie so unendlich oft bemühen in unseren Anliegen, in unseren Sorgen und Nöten, wenn wir Zuflucht zu ihr nehmen, weil sie lebendig ist. Sie ist nicht tot und wird dann hinterher verehrt, wie wir zum Kriegerdenkmal gehen oder zu irgendeinem anderen Denkmal. Und wir erinnern uns irgendwie daran. So etwas ist der Kirche fremd. Fürbitte kann nur halten, wer lebendig ist. Und Jesus selber macht das klar in seinen Auseinandersetzungen etwa mit den Sadduzäern, wenn er ihnen dieses uralte Wort aus dem Buch Exodus vorhält, als der eine lebendige Gott sich seinem Volk Israel noch einmal ganz neu vorstellt. Er sagt da nicht irgendwas, irgendeine lange, großartige Visitenkarte, er nennt drei Namen. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Jesus fügt hinzu, er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Das gilt, nachdem sie all die Verheißung in sich aufnimmt, die sie noch ganz sozusagen im alten Bund steht und alle Verheißung in sich trägt, vor allem für Maria. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und damit wird sie zum großen Versprechen für die Gestalt der Kirche. Und das heißt doch für uns Getaufte. Wir, die wir mit aller Widerständigkeit gegen den Willen Gottes unterwegs sind und oft darunter leiden, an dem Selbstfabrizierten, an aller Autarkie, an allem Bestreben, der immer noch in uns hochkommt und lebt. Sie bleibt das große Versprechen Gottes. Sie ist das große Versprechen Gottes. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Dass diese Verheißung, liebe Schwestern und Brüder, auch über unserem Leben, unserem Glauben, auch unseren Fehlern neu aufgeht. Dazu preisen wir sie unablässig als Morgenröte des Heiles, auch als Morgenröte, als aufgehende Sonne über unserer eigenen Schuld, über unserem Versagen, über unserer Gebrechlichkeit, unserem Misslingen. Der Blick zu ihr richtet uns wieder neu aus. Auf den Willen und die Absicht Gottes, das bleibende, gelingende Leben für jeden Menschen. In dieser Zuversicht dürfen wir jeden weiteren Schritt tun.